Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir möchten mal wieder was verköstigen, was Spezielles. Und zwar, wo habe ich es denn? Ich soll es mal rausholen nebenher. Jedenfalls handelt es sich um die, meiner Meinung nach, sofern es einem dann schmeckt, immer noch effizienteste Expeditionsnahrung, die es so gibt. Und vor allem die traditionellste Expeditionsnahrung, die es so gibt, ist käuflich zu erwerben in diesen schönen Tütchen. Was ich auch ganz cool finde, es gibt gerade mal eine einzige winzig kleine Ein-Mann-Firma, die dieses Zeug herstellt. Also in Deutschland, vielleicht gibt es noch woanders Möglichkeiten, da auch noch dran zu kommen, ich weiß es nicht. Aber den einen käuflich zu erwerbenden, den ich kenne, ist der hier von Katai. Und es handelt sich um Pemikan. Kurz zu Pemikan. Pemikan ist wer es erfunden hat, kann man so nicht sagen, weil es vermutlich, im Hintergrund stapft übrigens die Chefin rum, deswegen nicht wundern, wenn es im Hintergrund raschelt und sie wird nachher fürs Verköstigen benötigt. Es wird teilweise als Erfindung der nordamerikanischen Indianer gehandelt. Ich wäre da vorsichtig, weil andere Naturvölker hatten auch ganz ähnliche Nahrungsmittel. Vielleicht erstmal kurz, was ist das überhaupt? Das ist im Grunde getrocknetes, kleingestampftes Fleisch mit Fett, hohem Fettanteil, und dazu hat man noch reingeschmissen, was halt in der entsprechenden Region verfügbar war an pflanzlichen Sachen, um daraus eine recht lange haltbare Paste beziehungsweise einen recht festen, dickflüssigen, was heißt überhaupt nicht flüssigen, also es ist einen sehr festen Brei. Ihr könnt ja mal sehen, ich kann das hier so ein bisschen biegen, ich kann das hier so ein bisschen kneten. Es hat ungefähr die Konsistenz von Knetgummi, so ungefähr, ne? Sowas da draus zu machen. Perfektioniert meiner Meinung nach haben es die Inuit, die das Ganze nämlich mit Robben- und Walfleisch und entsprechendem Speck hergestellt haben und dann halt noch rangeschmissen haben, was sie sonst noch an pflanzlichen Zutaten hatten. Und das sind im Wesentlichen eben arktische Beeren gewesen. Also sprich der Eskimo-Pemikan, auch wenn sie ihn vielleicht anders genannt haben. Und Eskimo meine ich jetzt nicht abwertend, sondern traditionell im Sinne von, dass sie halt damals noch so bekannt waren bei uns. Ja, sie heißen Inuit. Eigentlich, der bestand, das war somit das Fetteste überhaupt. Und der große Vorteil bestand darin, dass das quasi ewig haltbar gewesen ist, weil wenn man es gefroren als Block mitgenommen hat, das heißt gefroren, es stark gekühlt als Block mitgenommen hat, war es aber trotzdem auch essbar, weil durch den hohen Fettanteil das Ganze immer eine gewisse, na sagen wir mal, cremige Konsistenz beibehalten haben wird. Und egal bei welchen Minustemperaturen konnten sie von ihrem Pemikan, der bei ihnen vermutlich anders hieß, jederzeit eben entsprechend was essen. Ne? Aber wenn man das ein bisschen recherchiert, dann kommt man meistens drauf, dass Pemikan wohl ein Wort von den nordamerikanischen Indianern ist. Das ist gar nicht so weit hergeholt, zumal die Inuit ja auch größtenteils zumindest von den nordamerikanischen Indianern abstammen oder umgekehrt die nordamerikanischen Indianer, je nachdem wie jetzt und welche Wanderungsbewegung es da jetzt genau alle gegeben haben wird, aber die nordamerikanischen Indianer auch eher von den Inuit abstammen. Streng genommen, ne? Weil wenn man so möchte, die ersten Menschen, die nach Amerika gekommen sind, sind ja vermutlich, also zumindest nach Nordamerika oder in den Norden von Amerika, vermutlich eben rübergelatscht übers Eis zwischen eben Alaska und Sibirien, weil ursprünglich ja die Menschen alle irgendwann mal aus Afrika kamen. Das heißt, von Afrika nach Amerika kommst du schlecht, weil damals die Schifftechnologie auch vermutlich noch nicht so weit war. Mag sein, dass es einige vielleicht doch versucht haben, das wissen wir alles nicht so genau, zumindest ich nicht. Aber dazu darf ich gerne in den Kommentaren auslassen, wer das möchte. Aber grob kann man sagen, müsste es eigentlich fast heißen, dass es sich die nordamerikanischen Indianer von den Inuit abgeguckt haben und nicht umgekehrt. Aber an anderen Teilen der Welt sind auch ähnliche Gerichte erzeugt worden, die dann halt eben quasi als Reiseproviant für lange kräftezehrende Märsche eben genutzt worden sind. Auch die Antarktis-Expeditionen von Nansen, Amundsen und so weiter haben genau das als Proviant dabei gehabt, haben es sich als größtenteils Suppe zubereitet, man möchte ja doch gerne was Heißes zu essen haben, also dieses breiige Zeug genommen, in den Topf geworfen, ein bisschen Wasser noch dazu, beziehungsweise Schnee, das Ganze schön aufgekocht und das gab dann eine sehr nahrhafte Suppe. Außerdem hat man noch reingeworfen, was man zusätzlich noch da hatte. Soll heißen, irgendwelchen Schiffszwieback.
der durchaus nicht besonders lecker ist, wenn man ihn gerade pur essen möchte. Oder Ponyfleisch, wenn die ersten Ponys auf dem Weg der Expedition schon verreckt waren. Oder Hundefleisch, wenn die ersten Hunde auf dem Weg der Expedition schon verreckt waren. Man munkelt ja, das ist ja der Grund für den Erfolg von Amundsen im Vergleich zu Scott gewesen ist, beim Rennen um den Südpol um 1900 rum, genau das Datum weiß ich jetzt gerade nicht, dass im Gegensatz zu Scott, der Amundsen, Hunde dabei hatte. Und Hunde, wenn sie kaputt gehen, kann man sie noch essen. Motorschlitten, die das Scott dabei gehabt hat, kann man nicht mehr essen, wenn sie kaputt gehen. Das war wohl der große Vorteil und damit haben sie halt ihren entsprechend mitgebrachten Pemmikan noch entsprechend gestreckt. Ob das bei denen Pemmikan hieß, kann man sich jetzt auch wieder streiten. Aber das jedenfalls zur Historie. Pemmikan in seiner modernen Form, wie er käuflich zu erwerben ist, ja, man kann den auch selber machen, aber da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also den Pemmikan, den ich jetzt habe, ist Variante Röstzwiebel. Die einzelnen Varianten unterscheiden sich jetzt nicht großartig. Da ist meistens noch eine zusätzliche Zutat, die auch den Geschmack maßgeblich ein bisschen mit beeinflussen soll, zugesetzt. Aber ansonsten ist da überall das Gleiche drin. Jedenfalls in der Variante Röstzwiebel haben wir 30% Rindfleisch. Dann haben wir einen Haufen Speck. Dann haben wir Palmfett. Ja, leider Palmfett, das ist halt nun mal so. Röstzwiebeln in diesem Fall, weil das ist ja die Röstzwiebel-Variante, die da bestehen aus Zwiebeln, Weizenmehl, Hefe, etwas Salz. Und dann Trockengemüse. Trockengemüse ist drin, Karotten, Pastinaken, Sellerie, Petersilie, Lauchzwiebeln, Tomaten, Paprika. Außerdem sind noch Hafer- und Dinkelflocken drin, ein bisschen Sojaeiweiß, Salz, Rapsöl, Sesam, Leinsaat, Hirse, Kräuter, Gewürze, Senfsaat, ein kleines bisschen Konservierungsstoff, nämlich Natriumnitrit. Das ist im Grunde auch nur Pökelsalz. Also in Anbetracht dessen, was für Zusätze in anderen Nahrungsmitteln drin sind, ist das hier sicherlich ziemlich gut. Das mit dem Palmfett, da kann man sich jetzt streiten. Ich habe inzwischen zu Palmfett übrigens noch mal ein bisschen mehr recherchiert. Und man kann bei aller Kritik, die man an Palmfett und Palmöl vorbringen muss und darf und sollte, kann man eine Sache vielleicht auch mal positiv erwähnen. Es ist wenigstens effizient. Also pro Hektar Palmöl, Ölpalmenplantage kriegt man wenigstens einen ganzen Haufen Öl dann auch eben entsprechend raus. Pro Hektar, meinetwegen Raps, wo man Rapsöl draus machen könnte, oder Sonnenblumen für Sonnenblumenkernöl und so ein Krempel, kriegst du erheblich weniger Rendite pro Hektar. Also das wäre mal ein positiver Aspekt vom Palmöl, weil sich immer alle beschweren, wenn ich am Palmöl immer nur rumnöle. Aber letztendlich trotzdem muss man da irgendwie eine Lösung finden, dass das nicht aus Raubbau von Tropenwäldern unbedingt angebaut wird. Naja. Jedenfalls das hier Pemmikan und den werden wir jetzt verköstigen gleich. Was man noch erwähnen sollte, warum ist denn der so eine tolle Expeditionsnahrung? Naja, erstens, er wird nicht schlecht, er ist lange haltbar in dieser Packung. Zweitens, eine so eine Tüte, er hat 200 Gramm und mit diesen 200 Gramm hast du fast 1200 Kalorien in eine so einer Tüte. Und das ist relativ rekordverdächtig. 100 Gramm Pemmikan haben 594 Kilokalorien. Das ist die Variante Röstzwiebel. Es gibt ein paar andere, die haben ein bisschen weniger. Das sind dann die Diät-Pemmikans. Aber nichtsdestotrotz würde man sich auf Natur nur von Pemmikan ernähren. Und sagen wir mal auch wieder 400 Gramm Essen pro Tag einplanen. Also sprich zwei solche Tüten pro Tag pro Person. Dann hätte man halt pro Tag 2400 Kalorien und nicht bestenfalls bei gemischter Kost so etwa 1800 bis allenfalls 2000, weil viel mehr was du bei gemischter Kost, wo auch zum Beispiel Nudeln dabei sind, die gar nicht so hocheffizient sind, nicht zusammenbekommen. Mit Pemmikan hingegen schon. Pemmikan ist auch nicht ungesund, im Gegenteil. Da sind ein Haufen gute Sachen drin und alles relativ natürliche Inhaltsstoffe eben. Also da kann man sich schon drüber freuen. Das Problem ist jetzt, der Geschmack gilt als gewöhnungsbedürftig. Hier steht jetzt vorne drauf, Pemmikan, konzentrierte Nahrung für unterwegs, ja, für Trekking, Reise, Sport, Survival, Expedition, in Bergen, Wüsten, Wasser, Eis und Schnee. Und das stimmt auch, es ist halt nach wie vor wirklich die Expeditionsnahrung schlechthin. Nur ist es halt nicht unbedingt die allerleckerste. Da kann man sich sehr, sehr streiten. Und die Meinungen, die ich jetzt bisher so gelesen habe und auch meine persönliche letzter Test ist lange her. Ich kann echt nicht mehr sagen, wie der schmeckt. Wir werden es gleich rausfinden. Aber ich habe ihn gegessen. Ich habe ihn gegessen und ich meine, dass es in Ordnung gewesen ist. Aber
Mal gucken. Jedenfalls, die Meinungen, die ich im Internet gefunden habe, gehen von völlig ungenießbar bis hin zu, naja, wenn du den ganzen Tag gelatscht bist und wirklich völlig am Ende deiner Kräfte und draußen in der Pampa, dann schmeckt er ganz okay. Für daheim würde ich das Zeug niemals anrühren. Gut, wir werden es ausprobieren. Ich habe mir zu diesem Zweck hier Testperson Nummer 2 bereitgestellt. Hallo. Hallo, Testperson. Und wolltest du nicht noch erwähnen, wie viel das kostet? Ach ja, ich wollte noch erwähnen, wie viel das kostet. Ich glaube 6,50 Euro steht zumindest auf der Rechnung. Ich weiß nicht, ob das mit oder ohne Meerschweinsteuer ist. Meerschweinsteuer ist allerdings auf Nahrungsmittel ja nur 7%. Das heißt, der Unterschied ist gar nicht so groß. Aber ich glaube, der Rechnung stand jedenfalls 6,50 Euro. Richtig. Ja. Gut, zubereiten kann man das, die drei traditionellen Arten, die mir geläufig sind. Erstens pur. Also vier Arten, die mir geläufig sind. Pur, dann als Brotaufstrich, das werden wir gleich testen. Brot. Dann als Suppe. Suppe. Da kann man natürlich auch diverse andere Sachen dann an die Suppe ranschmeißen. Das wäre die eigentlich ganz traditionelle Zubereitungsart der Antarktis-Expedition. Und theoretisch kann man es, ist auch noch recht beliebt, das Ganze mit Kartoffelbrei, theoretisch auch mit Haferflocken entsprechend zu mixen. Mit Haferflocken, das ist glaube ich eher was für den englischen Magen. Mit Kartoffelbrei würde ich mal drüber nachdenken wollen, machen wir vielleicht mal irgendwann. Wir werden jetzt jedenfalls erstmal die Brotaufstrich-Variante testen und dann noch einmal die Variante Suppe, also eine ganz kleine Portion quasi. Einfach mal schnell heiß machen und mit ein bisschen Wasser dazu gießen. Wir haben nichts zum Würzen und Abschmecken dabei, wir wollen wirklich mal die klassische Testversion testen. Also die klassische Version Röstzwiebel, ne? Gibt auch noch die Geschmacksrichtung neutral, da ist also keine Zusatzzutat drin. Chili, Knoblauch, ja eben Röstzwiebel und Schinken. Es gibt auch noch Pemmikan mit Früchten, das ist allerdings nicht mehr wirklich Pemmikan, weil Pemmikan ist ein Fleischgericht traditionell. Das ist für Vegetarier, die mögen sich einen Früchtematsch zusammenmatschen, das ist okay. Das kann man ja auch gerne tun und auch noch Nüsse dran schmeißen und so weiter. Dann kriegt man auch einen hocheffizienten Brei, der ähnliche Eigenschaften wie Pemmikan aufweist. Aber es ist dann kein Pemmikan mehr. So, mehr will ich dazu ja gar nicht sagen. Gut, wir reißen mal die Tüte auf. Soll ich das mal zelebrieren? Mhm. Ich zelebriere. Ta, 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 ta. Tada, Müll. Yeah. Ja, ich stecke ihn erstmal ein. So, jetzt, wie sieht das Zeug aus? Das sieht aus. Tada, wie, hier kann man es, glaube ich, ganz schön sehen. Es ist so eine breiige Konsistenz, würde ich sagen. So, Pampe. Sieht aus wie irgendwelche Pampe, genau. Sieht aus wie ein Brotaufstrich, finde ich. Diese vegetarischen Brotaufstriche, die es in diesen Dosen da gibt. So ähnlich sieht das aus, wie ich finde. Ist halt nur nicht vegetarisch. Riecht auch ganz angenehm eigentlich. Also nicht wie Katzenfutter, war meine erste Überlegung. Okay, halt, Gesichtsausdruck. Riecht nach. Irgendwie. Bist du mutig? Röstzwiebelbrösel. Sollen wir den Versuch schon abbrechen? Wie? Jetzt einfach so Das ging schneller als erwartet. Was ist das? Der Pemmikan! Okay, muss ich irgendwas Schmieriges mit Brösel? Entschuldigung. Aber auch schön auf dich drauf halte, gell? Ja, ja. Hat ein bisschen was von so einer fettigen Wurst. Aber voll schmierig. Mhm, natürlich ist das. Was glaubst du, wie die Kalorien zustande kommen, ne? Durch 50% Fett, wobei stimmt, ist 50% Fett, wirklich 50% Fett. Wenn man sich nämlich das hier mal durchliest, Brennwert, Energie, ne, 594 Kalorien, davon Fett, 50 Gramm. Davon gesättigte Fettsäuren, 24 Gramm. Kohlenhydrate, 23 Gramm. Also 100 Gramm enthalten. Jawohl. 50 Gramm Fett. Davon Zucker. Also wir haben quasi 50% Fett. Wir haben etwa 23% Kohlenhydrate. Wir haben etwa 12% Eiweiß und 2% Salz und der Rest ist Wasser. Und Zucker. Und nee, das ist mit, bei den Kohlenhydraten habe ich das mit eingerechnet. Ach so. So,
Naja, also ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Kann man essen. Kann man, haut einen jetzt nicht völlig aus dem Hocker aus dem Latschen, aber als Brotaufstrich, hebst du mal. Wir testen die Brotaufstrichkapazität. Also finde ich jetzt gar nicht übel. Gut, aber ne, ich bin auch der Typ, der den Dosenburger richtig lecker findet. Mücke weg. Mücke kann man mitessen. Das ist ja das Gute bei Pemmikan. Man kann ja alles reinschmeißen, auch Mücken. Je nachdem, wo man sich auf der Welt befindet, sind Mücken ja durchaus omnipräsent. Und dann kann man die da ganz gut reinwerfen. Also als Brotaufstrich sieht es so ein bisschen aus wie Hackbraten, finde ich. Also so wie plattgedrückter. Na komm, stell scharf. Ja, so sieht es als Brotaufstrich aus. Reinbeißen. Ja. Aber ich habe verschluckt an der Mücke. Auf Brot geht's doch, oder? Mhm. Bisschen wie Schmalzbrot. Aber wir werden wenig Brot dabei haben. Ja, das ist ja so wie so ein Griebelschmalzbrot. Mhm. Ich glaube, in Suppenform wäre das eine gute Ergänzung, wenn du einfach eine normale Tütensuppe nimmst und das da einfach zusätzlich noch reinschmeißt. Mhm. Dann machen wir das nacheinander und versaut die schöne Tütensuppe nicht. Mhm. Nee, irgendwie. So fühlt sich's auch weniger schmierig an. Mhm. Das stimmt. Also mit Brot, also pur essen ist gewöhnungsbedürftig. Mit Brot schmeckt es deutlich besser, finde ich. Da ist kaum was drauf. Dann ist auch. Ja, ich nehme mir ja nach. Dann ist die Konsistenz auch nicht so ungewohnt auf der Zunge, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn man es als Brot aufstrich. Doch, das ist ganz fein eigentlich. Ich finde es gut. Nicht unbedingt Diätfutter. Ja, aber so kann man sich überlegen, für Grönland ein Päckchen jetzt bei mitzunehmen. Okay, was würdest du im zivilen Zustand, so als wir haben alles an Essen da, was wir theoretisch essen wollen würden. Wie viele Punkte von 1 bis 10? 1 ist Wirk, Kotz, 10 ist yummy. 2. Es gibt so viel Leckeres, da muss ich kein Pemmikan fressen. Ja, aber 2 ist nahezu ungenießbar. Nein, 1 ist für Kotz, 2 ist bäh. Okay, und bäh ist es? Nein, okay, 2 ist total ungenießbar, 3 ist bäh. Hm. Wenn ich die ganze Bandbreite von leckeren Dingen habe, dann muss ich sowas nicht essen. Aber angenommen, wir sitzen jetzt irgendwo in der Wildnis. Dann kriegt es wie viele Punkte? Ja, also ich gleich schon habe viele Kalorien. Man kann ein paar mitnehmen. Mhm. Ja, ein Hochgenuss ist es nach wie vor nicht. Mhm. Ich bin tapfer und esse es auf. Mhm. Gut, dann nehme ich mir einfach ein paar mehr mit. Ganz einfach, weil mir schmeckt es. Aber wie gesagt, ich bin der Typ, der den Dosenburger lecker findet. Wir machen Suppe. So, happa happa, hier stilvoll im entsprechenden Fressnapf. Moment, ja, so, jetzt kann man es, glaube ich, sehen. Ja. Wie kann ich da geht lösen? Nicht. Da musst du, nee, die große Schraube und vorsichtig, sonst wackelt das Bild. Ja, da kann man schön sehen. Ja, es sieht aus wie schon mal gegessen. Ne? Evelyn würde meinen, schmeckt auch so, aber ja, als Suppe, wir sind gespannt. Schatz, hättest du mal einen Löffel für mich? Nein, ich muss ja erst die Kamera irgendwie wieder festhalten. Ja, das ist auch wieder wahr. Ich kann nicht alles... Absturz, Entschuldigung, Leute. Sie kriegt mal noch Nachhilfe in Bedienung vom Stativ. Ich habe dir doch einen Löffel mit dazu. Ja, aber du hast es. Ah, okay. Das Interessante ist, dass man in der Suppenform die einzelnen Bestandteile da drin besser ausmachen kann. Ob das jetzt ein Vorteil ist, das, ja, ne, das kann man sich jetzt streiten. Hm. Auch ganz schön heiß. Ja, die hat ja auch gekocht. Mhm. Okay, ja,
denke jetzt mal, wenn man jetzt angenommen irgendwo ist, wo es kalt ist, dann ist heiß ja was Gutes. Ansonsten wird Suppe jetzt nicht unbedingt meine Lieblingszubereitungsart. Immer noch Stückchen, die ein bisschen härter sind. Ja, drin, ne? Ja, ja, da sind ja auch noch so ein paar Körner und Samen drin. Mhm. Aber man kann schon ein bisschen so ein bisschen damit spielen und raussuchen, was man gerade isst. man erkennt dann sogar sowas, was ein bisschen orange ist und noch Karottchen darstellt. Ich habe extra nicht früher Blick gesagt. Mhm. Ich bin am Deutsch lernen. Mhm. So. Mhm. Ja, geht. Und wenn es wirklich kalt ist? Ja. Also Suppenvariante findest du besser oder schlechter als Brot? Ein bisschen gleich gut. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass man es essen kann, wenn es halt wirklich kalt ist draußen. Mhm. Und ich muss doch sagen, es hat so im Gesamten so ein bisschen Röstzwiebelaroma, Geschmack, was man halt so rausschmeckt. Von dem her geht schon. Also ich persönlich würde der Brotvariante 5,5 von 10 möglichen Geschmackspunkten geben, weil es ist doch eher positiv, finde ich, als negativ. Andererseits, das könnte natürlich auch am Brot liegen, beziehungsweise das ist Essen generell. Essen ist immer irgendwie positiv. Naja, also 5 mindestens. 5 der Brotvariante. Die Suppenvariante, der würde ich jetzt eher eine 4 verpassen. 3,5 bis 4. Okay, ist es heiß? Ist halt situationsbedingt. Ich meine, wenn es richtig scheiß kalter Tag war, wo es die ganze Zeit nur von der Seite her einmal dran geregnet und dran gewindet hat und man komplett im Regenschutz von früh bis spät unterwegs war und dann irgendwann ins Zelt kriegt, dann ist sowas wirklich geil. Das ist jetzt auch eher aus Zivilisationsmensch-Sicht. Ne? Klar, dann wenn genau die Situation herrscht, die Evelyn gerade beschreibt, dann würde ich definitiv sagen, ja, definitiv geil. Zumal man die Kalorien schon rausschmeckt. Also ich habe jetzt 2 Brote von dem Zeug gegessen. Gefühlt macht das richtig satt. Also es gibt ja Dinge, die sind kalorienreich und man merkt es nicht so. Ne? Muss ich jetzt aus meinem persönlichen Leben beispielsweise zum Beispiel so einen Burger einer großen, tendenziell goldenfarbenen Burgerkette erwähnen. Die sind zum Teil ja wirklich Wahnsinn, was die an Kalorien haben. Wäre eigentlich gutes Outdoor-Food. Aber richtig satt machen die irgendwie nicht. Die futtert man weg und hat jetzt nicht so richtig das Gefühl, dass man jetzt so richtig pappsatt ist, beziehungsweise man hat relativ schnell wieder Hunger. Bei dem Pemmikan muss ich jetzt sagen, da hast du nach ein paar Löffeln das Gefühl, wow, der hat Power. Man hat das Gefühl, man hat was gegessen. Ja, geht dir also auch so. Aha. Mhm. Vielleicht fehlt zumindest in der Suppenvariante, wo man wirklich so ein bisschen die... Ja, es fehlt halt noch was zum Würzen. Hat und was. Finde ich jetzt nicht mehr. Findest du nicht? Okay. Aber man hat dann nie was zu beißen, wenn es so ein bisschen breiiger wird und nicht mehr so der Schleim, der schleimige Part im Vordergrund oder so. Oh, ich finde, der schleimige Part wird schon noch deutlich. Wenn einem unterwegs alle Zähne ausfallen, dann ist die Suppenvariante natürlich auch noch eine Lösung. Also für irgendwelche krassen Expeditionen ist das tatsächlich eine Option, ne? Wenn es da einen zahnärztlichen Notfall gibt und keiner ist da. Also ich würde sagen, wir nehmen ein paar mit nach Grönland, aber es wird jetzt nicht unsere... Nein, oh Gott, nein, das muss jetzt auch nicht sein. Aber damit können wir schon an so richtig krassen Tagen, wenn wir sagen, oh Gott, heute ist alles scheiße, ich habe Hunger, wir haben aber nicht mehr so viel zu essen, lass Pemmikan aufmachen. Oder auch für mittags wie aufs Knäckebrot. Weil da habe ich mein Veto immer noch nicht eindeutig genug gekriegt, dass ich Knäckebrot mitnehmen darf. Hat zwar kein Gewicht, aber auch keine Kalorien, aber es macht glücklich. Du hast ja jetzt einen relativ großen Rucksack, dann darfst du auch gerne ein bisschen Knäckebrot mitnehmen. Ja! 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 Du darfst auch noch mal ins Bild. Was muss ich denn im Bild? Im Bild sein. Jedenfalls, wir haben verköstigt Suppenvariante. Ich möchte irgendwann noch mal die Kartoffelbrei-Variante ausprobieren. Ich habe noch eine Tüte Pemmikan jetzt rumliegen daheim. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr davon bestellen. Die könnten wir auch einfach mitnehmen, die wir zu Hause liegen haben.
Und wie teste ich dann die Kartoffelbrei-Variante? Mit diesem Restle. Ach ja, okay. Dann teste ich mit diesem Restle noch die Kartoffelbrei-Variante. Ich erzähle euch dann, wie es gewesen ist. Dann müssen wir jetzt nicht extra noch filmen. Mhm. Ja, das jedenfalls war unsere große, spannende, actionreiche Pemmikan-Verkostung. Ja. Naja, wir wissen jetzt, dass wir es mitnehmen können und dass wir dann nicht irgendwie, keine Ahnung, 800 Gramm Pemmikan wegen, ich weiß ich was, nie, nicht essen wollen, mittragen und ganz am Schluss nur noch Pemmikan fressen, weil wir nichts anderes mehr haben. So, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal und ja. Und wir sind jetzt satt. Tschüss.